Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2 mit meinem Projekt Indien. Wir sind gerade dabei, unser Heer und unsere Wirtschaft vollkommen aufzubauen und immer stärker zu machen und stärker und stärker. Wir haben so viel Manpower, dass wir militärisch auf jeden Fall auf Platz 2 zumindest vorrücken wollen. Ich habe mir auch angeschaut, mit wem. Also wir müssen eigentlich, meiner Meinung nach, müssen wir noch Krieg gegen Frankreich führen und noch mindestens zweimal Krieg gegen Großbritannien. Jetzt wird es etwas einfacher, weil durch das, dass wir so stark sind, hat sich jetzt das Deutsche Reich und auch Italien dazu bereit erklärt, mein Bündnispartner zu werden. Ich glaube, das Deutsche Reich würde uns helfen im Kampf gegen Russland vor allem. Das heißt, wenn wir Großbritannien angreifen, das nächste Mal würden sie wahrscheinlich mithelfen, hoffe ich. Aber was natürlich sein kann, ist, also ich wollte jetzt eigentlich gleich mal Krieg gegen Frankreich erklären, nur das Problem ist, das Deutsche Reich würde dann nicht mitmachen. Da wären sie noch besser geeignet gegen Frankreich, weil sie nämlich gerade noch einen Waffenstillstand mit Frankreich haben. Das Deutsche Reich ist wundervoll. Wenn das Deutsche Reich und Italien auf meiner Seite kämpfen gegen Frankreich, Österreich, Russland, das wäre perfekt, da müsste ich praktisch nichts machen. Nur ein paar russische Truppen killen. Ja, aber die haben leider auch bis 1914 einen Waffenstillstand. Das heißt, sie werden nicht mitmachen. Was ich schade finde. Da haben sich auf Österreich dieses Gebiet hier weggenommen, Venedig. Das heißt, wir werden wahrscheinlich als nächstes tatsächlich wieder den Briten den Krieg erklären. Wir müssen jetzt möglichst immer alle 5 Jahre den Briten den Krieg erklären, weil sonst schaffen wir es nicht ganz, Indien zu erobern. Beim nächsten Krieg werden wir auch schon weniger Infamiepunkte haben, was gut ist. Weil durch die niedrige Infamie. Durch die niedrigere Infamie können wir dann verlangen, dass irgendwelche Staaten von Großbritannien freigegeben werden. Hyderabad zum Beispiel wäre ganz toll. Mysore wäre ganz toll. Orissa und Bundelkant, die wären besonders toll. Die könnte ich nachher alle quasi einzeln erobern. Das heißt, mein nächster Krieg wird dazu führen, dass wir von Großbritannien einen großen Teil, also bis darunter vielleicht, bis Madras herum erobern und Assam. Wir werden aber ein oder zwei Mini-Provinzen werden wir uns übrig lassen, damit wir zwei Mini-Provinzen, damit wir einen Kriegsgrund gegen sie haben, weil mit den Kriegsgründen werden wir dann hauptsächlich versuchen, diese Staaten da freizukriegen, nachdem diese Nationalisten es nicht schaffen, sich frei zu kämpfen von den Briten, muss ich das wahrscheinlich machen, damit wir möglichst viel von Indien erobern. Wenn Hyderabad einmal nicht mehr Teil von Großbritannien ist, dann können wir es erobern, genauso wie Bundelkant, Orissa und so weiter. Also nur, dass sie keine Satellitenstaaten mehr sind von Großbritannien, darum geht es uns. Ja, bis dahin, also bis 1914 haben wir also Zeit, um Wirtschaft und Truppen weiter aufzubauen. Das interessiert mich jetzt, was da passieren wird. Die sind in der Einflusssphäre von Großbritannien. Ich frage mich, ob sie dann wieder frei sind von Großbritannien. Wir werden auf jeden Fall nicht investieren mit afghanischen Nationalisten. Echt jetzt? Den Space Hosts da? Ja, außerdem habe ich in der Pause Folgendes gemacht. Ich habe sämtliche... Na toll. Da ist eine Truppe entstanden in Jalalabad. Wo ist Jalalabad? Da.
die sich dann mit denen da. Ach Gott. Was bauen wir denn da? Infanterie. Ärgerlich. So, ist jetzt auch fast wieder voll. Hier braucht es noch die Pioniere. Schaut das aus mit Militär? Schaut schon ganz gut aus. Könnten wir sagen, warum wir keine Handfeuerwaffen kaufen? Ausgesetzten, nein, wir haben das Bewusstsein natürlich. Wenn ich das da ganz raufgebe, geht das dann schneller? Ich glaube nicht. Wieso können wir keine Handfeuerwaffen und Artillerie kaufen? Gibt es keine am Markt? Offensichtlich. Doch mal der Massenaktion. Nee. Stärkere Kommunisten. 60%, also 50, was weiß ich. Huch, ich habe Schulden. Noch dazu bei den Briten, das taugt man gar nicht. Bei denen will ich keine Schulden haben. Ach ja. Das gefällt mir nicht. Das kommt immer wieder vor, solche Sachen, dass man dann eine Weile lang irgendwas nicht kaufen kann. Handfeuerwaffen. Kaufen. Den maximalen Vorrat. Ja, sieht schon besser aus. Artillerie brauchen wir auch noch. Okay. Artillerie. Auch automatisch. Wir kaufen den maximalen Vorrat. Und aus. Das kostet zwar irre viel Geld. Aber ich möchte möglichst nicht von anderen abhängig sein. Oh, Prestige ist gut. Nehmen wir. So, wie schaut das aus mit meinen. Oh, 0,95% bereits. Sehr gut, sehr gut. Die werden bald. Die werden bald ein Teil von den normalen Staaten sein. So, du entfernst mal den Fokus und wir werden vielleicht noch einmal Bihar ebenfalls Bürokraten fördern. Interessant, in Eritrea, wie viele Punjaber haben wir denn da schon? 14,8, das könnte auch ein normaler Staat werden. Das ist natürlich cool. Was? In die Himalaya ist kein eigener Staat, ärgerlich. Ist das Sikkim da oben oder wie? Wahrscheinlich. Das ehemalige Sikkim. Mhm. Ist auch noch sowas. Na, okay. Ah, wir sehen, wir verlieren irre viel Geld, wenn wir jetzt die ganze Zeit Artillerie kaufen.
Hause. Da kann man niemanden raushauen. Okay. Da kann ich derzeit auch niemanden. Gut, wir wollen hauptsächlich in Österreich investieren. Hm. Dadurch, dass Österreich so groß ist, haben die anderen ein bisschen einen Nachteil. Ah ja, so. Wie schaut das aus? Haben wir jetzt alles? Yes. Diese 30.000. Gehen wir mal da her. So, als nächstes werden wir euch vollständig ausrüsten. Was fehlt euch noch? Ein Husar, zwei Infanterie und ein Pionier. Nein, zwei Pioniere. Aha, ein Husar, zwei Pioniere und zwei Infanterie. Okay, bleiben wir da stehen. So. Das kommt weg. Gut, einmal. Zweimal. Dann haben wir gesagt, einen Husaren. Alle meine Armeen wieder vollständig aufgerüstet. Und als nächstes können wir dann noch eine Armee hier rüber bauen. Yes, und noch ein nationaler Fokus. So, dann machen wir weiter. Günstiger Stahl oder Elektrizität? Elektrizität machen wir als nächstes. Und naja. Und dann 0,3% schon. Dann war es doch da auch glatt. Wir werden eh bald Bundesstaaten sein, hoffe ich. Dann können wir wieder was Sinnvolles machen. So, du bist auch voll. Künstliche Farbstoffe. Wir können Farbstofffabriken. Hey, das ist ja cool. Nepal hat sich tatsächlich uns angeschlossen. Ich habe nicht einmal ein Ereignis dafür gekriegt. Ist das cool? Die Himalaya. Ist ja supi. Wieso schließt ihr euch dann nicht an? Ihr habt doch auch Nationalisten da drinnen. Nur weil ihr unter der britischen Herrschaft seid. Ärgerlich. Oh. Oh, da hat einer von meinen Truppen rebelliert. Das ist aber nicht nett. Und zwar eine Artillerie. In die Himalaya können wir zu einem normalen Staat machen.
Hervorragend. Kathmandu. Für Rohstoffe in Nishimara, ja. Tee und Schafe. Na okay, es gibt Schlimmeres. Indien wird immer größer. Ausgezeichnet. Achso, warte mal, das wollte ich ja noch schnell machen. Noch eine Artillerie. Bombay wird zu einem normalen Start. Hervorragend. Und ihr werdet gleich einmal das da ausbilden. Allerdings, wir werden schauen, was könnt ihr denn so alles. Früchte und Getreide und Tee. Ich glaube, wir werden hier Schnaps und ähnliches herstellen. Würde ich mal fast sagen. Mal Glas, Stahlfabrik machen auf jeden Fall mal. Einfach, wenn wir zu wenig Stahlfabriken haben. Oh, wir könnten noch eine Treibstoffraffinerie schon bauen. Schwimmteile bauen wir auch gleich hier. Glashütte bauen wir hier. Wein machen wir. Und Schnaps machen wir auch. Und Diesel. Ich weiß zwar nicht genau, ob wir das schon brauchen jetzt, aber wir bauen es einmal. So. Wir helfen da wieder nach. Afghanistan gehört uns, Freunde, uns. Noch mehr Frauenbewegungstypen, Typinnen eigentlich. Genau, den liberalen Militanz. Ich glaube, davon haben wir weniger. Okay.
Studienkreis natürlich machen, doch glatt. Auch wenn das machen ja Militanz macht. Na hey, könnt ihr jetzt ja bitte einfach ausbauen, wenn ich euch sage, dass ihr ausbauen sollt. Sehr gut. Schon wieder? Ach Gott. Hat sie nichts Besseres zu tun? So, na schau dir was an. Ist auch bald fertig alles. Dann werden wir als nächstes noch ein paar. Oh, Dänemark hat den Krieg ja doch noch verloren. Nein, wir wollen das Bewusstsein erhöhen. Expedition verschwindet spurlos. Nein, wir sollten es erneut versuchen. Ich habe doch vor Ewigkeiten weggeschickt. Bildung für Frauen. Nein, in die Universität, aus der Universität mit dir. Wieso ist da ein Russe durchgegangen? Die dürfen doch da sicher nicht durch bei mir. Haben wir ihm das erlaubt? Ich habe ihm das nicht erlaubt. Was? Was ist das? Unsere Botschaft hat gehört, dass in Jaisalmer das Ereignis der Marsch auf Jaisalmer stattfand. Sie wählten, das Militär soll die Ordnung wiederherstellen. Okay. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet offensichtlich nichts. Weil sie sind noch immer Teil dieses Dings. Oh nein. Deutschland wollte, dass sie in den Krieg einsteigen, aber irgendwie dann doch nicht. Deutschland führt gegen Russland Krieg. Ausgezeichnet. Wieso darf ich da nicht mitmachen, wenn ich ihn nicht will? Sie wollen Schleswig erobern. Ich glaube mal, solange Russland nur alleine kämpft, wird das überhaupt kein Problem darstellen für Deutschland. Warte mal, was sind wir eh noch im Bündnis mit Deutschland? Offensichtlich, wir sehen alles. Verbündet mit Rumänien. Rumänien, echt jetzt. Autsch. Au.
Das ist ja schrecklich, was die mit den Russen machen. Boah, die hätte ich gerne als Bündnispartner im Kampf gegen die Briten. Die fahren da drüber wie heiße Butter durch ein Messer. Wagen wir den Tee? Nein, wir senken das Bewusstsein und die. Oh, die Osmanen versuchen Kars zu befreien. Verdammt. Jetzt wäre es der richtige Zeitpunkt, die Briten anzugreifen. Wobei könnte ich vielleicht eh machen. Vielleicht mache ich das wirklich. Ja, ich glaube, jetzt ist genau die richtige Zeit, um Deutschland, um Großbritannien anzugreifen. Wenn nicht jetzt, wann dann? So, was wollen wir noch? Britisch Madras wollen wir auf jeden Fall. Und zwar. Das wollen wir auf jeden Fall. Hier Kars. Wie viel haben wir noch? Da 603, 545, 415. So, das sind auch noch 1,5 Millionen. Britisch Missouri, 466. Ja, das ist schon Travancore. Das ist Madras. Also Madras wollen wir auf jeden Fall in diesem Kampf. Gut, wir wollen Zirkas, wir wollen Madras und wenn geht, wollen wir Assam auch gleich. Dann verlangen wir als erstes Zirkas erstens, weil es da gleich ums Eck ist. Wieso sind da jetzt 63.000? Wir haben einen Husaren zu viel. Na gut. Dich als Anführer. Zum Beispiel. Ich stehe gut. Können wir auch trennen. Was, wenn ich euch so trenne? Na, ich hab's befürchtet. Macht sie was Seltsames, nicht so wie ich es gerne hätte. Zwei, drei, vier, fünf. Schließen. Ah, verstehe. Einer von denen hätte dort drin sollen. Was ist da hier? Ich glaube, meine Verbündeten sind ein bisschen im Bedrängnis durch ihre
Bösen, bösen. Wo ist denn die Hauptstadt? Ist das da die Hauptstadt? Das schaut fast so aus, ja. Wir müssen da ein bisschen aufräumen, bevor wir da Krieg führen. Wir müssen das schnell machen. Kostet mich 2 Infamie, verdammt. Boah, die Militanz steigt um 4, bist du irre. Und 100 Prestige verlieren wir. Nein, das kann ich nicht machen. Das ist ja schrecklich. Ärgerlich. So ärgerlich es auch ist, wir können das jetzt nicht machen. Das ist unser. Achso, warte mal. Hast du da keine Grenze? Achso, ist eine blaue Grenze, da geht's nicht durch. Verstehe, das ist ja cool. Ah, dann bleibt da stehen. Nein, dann bleibt da nicht stehen, da bist du sowieso sinnlos dann an der Grenze. Mit daher. Dann bleibst du da in Bombay. Und du bleibst da. Der Schlammmarsch. Dann werden wir jetzt, nachdem wir nur 130 von 260 möglichen Einheiten haben, noch weiter Truppen ausheben. Und wir sammeln die Truppen wo? Im Partner. Wieso nicht im Partner? So. So. Nur das dann. Eins. Vier. Was habe ich jetzt da gebaut? Dragoner. Gut, dann machen wir hier Husaren. 3, 4. So, und dann fehlen uns noch einer und zwei Pioniere. Passt. Dann haben wir wieder eine Doppelarmee gebaut. Ja, der Krieg im Ausland kostet meiner Wirtschaft natürlich was, das ist eh klar.
ärgerlich. Wieso hat der Österreich das rausgetan? Er hat das gemacht, ich war das nicht. Das ist ja ärgerlich. Hat das das Spiel für mich gemacht? So nach dem Motto, du brauchst Österreich eh nicht. So, du gehst mal daher. Dann daher und dann daher. Sehr gut. Einen günstigen Stahl. Na gut, an dieser Stelle werden wir für heute Schluss machen, Herrschaften. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.